Hallo Leute, es geht weiter mit Awakening, der Wald der roten Blätter. Wir haben zuletzt Schalthebel bekommen, eine Schwertform, wir haben Goldbarren, Mondsilbererz, Mondwasser und Kohle. Und ich würde gerne mal wissen, ob irgendjemand jetzt was dazu sagt, aber ich kann die auch alle nicht ansprechen. Nö, das lassen wir mal lieber hier mit ihm. Das kann ich nur angucken. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Nee, ich glaube nicht. Gut, dann gehen wir mal zurück. Schaue ich hier nochmal mich um. Aber ich denke, da wird sich schon jemand finden lassen, der sich darüber freut, was wir jetzt hier alles haben. Zum Beispiel könnte man es der Bibliothekarin geben oder dem Schmied für die Schwertform. Ja, das könnte man tun. Gehen wir mal zum Schmied. Ach, der ist jetzt weg. Ja, klar, stimmt. Der wurde ja das letzte Mal gefangen genommen. Aber er sagt ja schon hier an der Seite, das sollen wir machen. Wo ist der denn jetzt eigentlich? Ist der hier drinne? Nö. Guck ja schon mal immer an einem Ort, wo wir das überhaupt machen können. Aber hier kann man ja auch irgendwie nichts mehr benutzen. Was ist mit ihr? Können wir ihr sagen, dass wir das Mondwasser und so haben? Thanks again. You'll need to get into the Dwarf Palace to find some Moonsilver. Ask the blacksmith to accompany you. Ja, und das interessiert sie nicht, da sagt sie auch nichts mehr zu. Okay. Gut. War nicht, wenn ich hier nach hinten... Nee, ne, da ist das jetzt... Bringt mir das hier irgendwas? Weil ich das jetzt ja hier freigemacht hatte auch. Nö. Kann ich auch nicht hin. Was wollt ihr denn dann von mir? Wo? Also ich meine, ich weiß, was ich zu tun habe irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Hm. Ich kann ja auch mal meine Karte benutzen. Das letzte Mal habe ich auch gedacht, ach, warum benutze ich eigentlich nicht meine Karte? Statt die Eule. Aber der Zweck ist natürlich derselbe. Und dann sehe ich ja auch immer viel schneller... Eventuell, wo ich hin soll. Dummerchen. So. Hier fehlt ein Zeiger, ne? Aber ich habe auch nichts, um den jetzt zu ersetzen, sehe ich gerade. Immer noch nicht. Nee. Nee, hier kann ich auch nichts machen. Das wird noch nicht der richtige Ort sein. Da wird mir nur angezeigt, da kann ich noch was machen. Wasserrad, Palast der Zwerge. Also irgendwas muss ich hier noch haben. Ach ja, auch noch so eine Pflanze, ne? Die so ein bestimmtes Wasser braucht. Stimmt, darf ich nicht vergessen. Ja Mensch, aber... Leute, was soll ich denn dann machen? Mit dem, wenn ich das Schwert fertig habe, kann ich damit die Dornen zerschneiden. Das ist mir auch klar. Nee. Bring mich mal dahin, wo ich hin soll. Hier soll ich was machen können? Doch, da drinne. War ich ja doch richtig hier. Aber was denn? Dann muss ich ja was mit der Pflanze machen. Oder... Hm? Was? Ja. Ich hab ja Mondwasser, ich Dumme. Ich hab doch das Mondwasser. Oh, ich bin so blöd. Ich reg mich über mich selbst auf manchmal, ne? Klar, ich hab doch Mondwasser. Was habe ich jetzt? Bleichholzast. Super. Aber wenn ich das habe, dann kann ich doch bestimmt auch die hier begießen, oder? Ja, dann reicht das ja auch noch. Ah, ist das schön. Was habe ich denn jetzt hier? So ein Frostpollen. Mhm. Aber wo kann ich das Schwert machen? Wo ist denn der Typ eigentlich jetzt? Hey, wo bist du hin?
Ja. Wo jetzt hin? The water wheel incident caused us delay, and thus the forge is very busy. To remedy it, we are requiring everyone to show their materials before entering. Ja. Was soll ich jetzt hier machen können? Hä? Warum wurde mir das jetzt hier angezeigt? Guck mal, was ich hier alles Schönes habe. Möchtest du... This is Moonsilver. By the great kings, you found some. Well, I see no reason to make you wait any longer. Now that you have your materials, go right in. Ja, okay, ich sollte ihm das Mondwasser zeigen. Zeug. Mondsilbererz-Zeug. Ich lasse es einfach. Ich sollte das ganze LP lassen. Hier kommt das geschmolzene Mondsilber raus. Okay, hier ist nämlich auch der Schmied. Was sagt er denn jetzt? Wie geht's ihm denn? We need a living Palewood branch and Moonsilver ore to make the blade. The Palewood branch is for the hilt. Here's a guide. Danke für die Anleitung. Anleitungen sind natürlich gut, da kann ich dann immer drauf gucken. Ja, ich lache schon, weil ich so viel Fehler mache. Das sieht ja schicki aus. Soll ich jetzt hier alles Mögliche machen? Da sind die Zeiger für die Uhr. Ja. So, ein Goldbarren hier. Die Krone der Königin ist alles, was uns geblieben ist, nachdem sie bei ihrer Mission verschwunden ist. Okay. Hier habe ich Kohle und hier habe ich Feuer. Und dann hätte ich auch ein Barren Gold. Kann ich den da irgendwie... So, soll der hier nicht? Ach, da soll das Mondsilbererz reinkommen. Okay. So. Was haben wir eigentlich noch? Hätte ich eine Form, könnte ich das Schwert hier abkühlen. Ich habe eine Form. Zack. So, das hätte ich schon mal. Und was haben wir hier? Schutzschild-Emblem. Mhm. Wo sind die Schalthebel? Meine Rasseln. Toll. So. Betätige die zueinander passenden Hebel. Ach was. Mhm. Die passen doch gut. Die passen auch. Die passen nicht. Die passen auch nicht. Die passen. Die passen. Und die. Na, immerhin habe ich das hinbekommen. Oh, das Ganze darf ich nochmal machen, oder? Nee. Der Hammer funktioniert, hier kann ich das Schwert bearbeiten. Brauche ich ja im Moment noch nicht. Ach, ein Boni, natürlich. So. Genau. Ich will eigentlich die ganze Zeit das mit dem Gold mal machen. Das sind aber nur die Schalthebel. Wo mache ich das jetzt mit dem Mondsilber? Ich kann das hier auch gar nicht mehr benutzen. Nee, hier kann ich das Schwert abkühlen und da... Kann ich das jetzt direkt hier reingießen? Ah, okay. Hätte ich gleich machen können. Das Wasser kühlt das Metall nicht schnell genug ab. Ich brauche Eiswasser. Wenn wir jetzt unseren Eisdrachen hätten, das wäre natürlich praktisch. Oder wir nehmen einfach unsere Frostpollen. Damit geht es auch. Praktisch, praktisch. Mondsilberklinge. So, die kann ich jetzt hier bearbeiten? Oder? Ja. Das Schwert ist fast fertig. Es braucht nur noch einen Griff. Und diesen Griff, den muss ich wahrscheinlich jetzt machen, ne? Das ist nämlich das, was wir hier tun sollen. Das ist der Griff. Ich dachte, der Goldbarren soll hier eingesetzt werden, ne? Ich
bin mir da nicht so... Also, ich soll als erstes den grünen nehmen? Aha. Ich bin da ein bisschen... Finde ich irgendwie komisch. Ein guter Ort zum Schnitzen. Ja, aber... Kann ich das jetzt... Nee. Also als erstes soll ich das grüne Ding nehmen. Aber was mache ich jetzt hier damit auch? Nee. Nö. Das ist es schon mal nicht, aber... Ich möchte mal kurz wissen, was passiert, wenn ich die Zeiger bei der Uhr jetzt einsetze. Ob mir das hier weiterhilft. Steinbildstücke, okay. Alles klar. Helfen die mir jetzt hier? Aber es ist ja auch für was ganz anderes, glaube ich, gedacht, dieses Emblem. Die Schleife kommt als letztes. Ich check das hier gerade nicht. Ich soll den Bleichholzast nehmen. Warum? Wie? Weil ich das dann da verbinden kann. Also dieses Stück hier ist aus diesem Bleichholz. Ich hätte vielleicht mal hier drauf gucken sollen. Dafür habe ich ja meine Karte. Da ist es nämlich auch drauf. Dann wäre ich da auch nämlich auch drauf gekommen. Okay, gut. Dann jetzt aber. Hauptsache, man schafft es, ne? Bevor ich mich jetzt hier noch, bevor mein Selbstwertgefühl jetzt hier noch völlig in diesem LP sinkt, sollte ich es einfach mal tun, machen, versuchen. Tada. So, hat man das auch geschafft. Bleichholzgriff. Und den kann ich jetzt da ransetzen. Und bekomme der Ritterliche, das klingt gut. So, the legends are true. This palace indeed once belonged to Dreadmire before he turned himself into a powerful familiar. We'd best be ready. Who knows what is ahead? Okay. Verschaffe dir Zugang in Dreadmires Festung. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt können wir das natürlich kaputt hauen. Und nochmal kaputt hauen. Super. Sieht unheimlich hier aus. Hier fehlt ein farbiger Stein und dafür haben wir nämlich unsere Steinstücke. Der könnte passen. Nee, das soll da aber nicht hin, ne? Ah. Das ist ja mal cool. Auch die Musik finde ich gerade richtig cool. So ein bisschen Stimmung hier. Sein Volk lehnte sich gegen ihn auf und sein Niedergang stand kurz bevor. So, jetzt sollen wir das hier irgendwie darstellen. Ach, das sieht ja schon mal ganz gut aus, eigentlich. Doch, das könnte man sogar so lassen. Das eher nicht. Das gehört bestimmt nach oben, genau. Die eher so... Super. Ja. Dem Wasserspeier fehlt ein Flügel. Ach, jetzt ist da noch eine Treppe gekommen. Das ist doch cool hier gerade. Das haben die gut gemacht, finde ich. Gefällt mir. Huch. Doch im verzweifelten Versuch, auf dieser Welt fortzubestehen, teilte er sich in viele kleine... Stücke, die in Amuletten menschliche Träger fanden. Aha. Moment. Ja, was soll denn jetzt hier wohin? Das könnte doch ganz gut passen. Da ist so ein Dreieck. Aber die beiden andersrum, oder was? Ah, okay. Ah ja, wegen den Hörnern passt auch das hier mit den Hörnern. Okay. Der Puppe fehlt ein Auge.
Okay, das kann ich dann aber noch nicht anscheinend machen. Gehen wir mal zu den Ruinen. This is the end of the line, Queen Sophia. You will regret ever setting foot into Dreadmire's domain. Och, das werden wir ja noch sehen. Uha. Och nö, nicht schon wieder sowas hier. Finde Grimble-Paare, indem du zwei gleiche Figuren auswählst. Wählst du die falschen Grimbles aus, vertauschen sie ihre Plätze. Oh Gott. Jetzt haben sie ihre Plätze getauscht. Das war also nicht richtig. Warum? Oder müssen alle drei stimmen? Ich glaube, es müssen alle drei stimmen. Zum Beispiel die beiden. Nee, auch nicht. Ach Gott. Okay, welche stimmen denn mal? Ich glaube, ich muss auch mal ein bisschen auf den Typen selber achten und nicht nur auf die Figuren. Oder sind das nur die Symbole, die anders sind? Und auch die... Sieht er auch immer anders aus? Nö, eigentlich... Also, nö. Da hinten ist da hinten, da ist ja noch einer. Das ist wahrscheinlich der Richtige, der Echte. Okay. Ich muss jetzt echt ganz genau hingucken, weil ich finde, die sehen auf den ersten Blick sehen die alle gleich aus. Wo unterscheiden die sich denn? Ich sehe das gar nicht. Ich will einfach mal einen Treffer haben. Ach, da war ein Treffer, okay. Mhm. Ja, ist wenigstens ein Pärchen weniger. Sonst mache ich das einfach mal willkürlich. Ja, klappt super. Ja, wo unterscheiden sich jetzt diese beiden? Das sieht doch genauso aus. Oder was? Hä? Ist der eine buckliger als der andere? Um Gottes Willen. Das ist mir echt, also... Diese komischen Rätsel hier. Zwei gleiche Figuren. Das könnte ja dann auch der Opa selber sein hier. Der dann anders aussieht. Vielleicht gibt es da echt so ganz kleine Unterschiede. Oder ich bin zu doof, das hier bei den Symbolen zu erkennen. Ich gucke auch gerade, ob die ineinander vertauscht sind an anderen Stellen. Aber das Häkchen-Ding ist da auch und da auch und da auch und da auch. Das ist ja merkwürdig. Ich mach das jetzt wieder. Mach ich das wieder so. Ja, ja. Passt super. So macht man das. Ist okay. Milady, look! Grimble's necklace. I think he's being controlled all this time. Tatsächlich. The curse! It's broken! What have I done? Oh, please, spare my life! It was your greed that blinded you to Dreadmire's false promises. Und jetzt? I beg you, let me be! I don't know what I've done! Ah ja, das glaube ich dir aber nicht so richtig. Hier. Da muss ich noch mal ran. Liebesbriefe. Aha. Hier soll das Emblem rein. Der Bauer war nicht erfreut über den Wunsch meines Herrn. Er hat seine Ernte versteckt, unter der Landbevölkerung verteilt. Er hat eine Bestrafung verdient. Oha.
Die Frau hat es gewagt, meinen Herrn zu täuschen. Sie hat ihren Ehemann versteckt, um ihn vor dem Gefängnis zu retten. Sie soll an seiner Stadt eingesperrt werden. Oh, dieses Kind hat es gewagt, die Kleider meines Herrn zu berühren. Was für eine Frechheit. Auf undankbare Leute können wir verzichten. Das ist aber kein schönes Buch. Es war sehr interessant, die Habgier eines Menschenwesens zu erleben. Kann etwas abstoßender sein, als grundlos Schätze einzufordern? Es sollte keinen anderen Herrscher als meinen Herrn geben. Ich werde all die falschen Herrscher ausschalten. Gut, dann werden wir dem... Ach so. Nee. Ich glaube, ich soll denen aber ihre Sachen geben. Also hier geht's um... Oder? Kann ich denen die Sachen nicht geben? Sie hat ihren Ehemann um ihn vom Gefängnis und soll in seiner Stelle... Ich weiß nicht, ist ja nur ein Buch. Oder soll ich da jetzt Sachen rein... Ach, hier habe ich ein Wimmelbild. Okay, das muss ich aber im nächsten Part machen, weil Zeit ist um. Hier habe ich noch ein... Knopf gefunden. Das scheint noch eins von Dreadmires Amuletten zu sein. Komme ich jetzt aber nicht so weiter. Was habe ich? Ach, da ist der Flügel von dem Golem. Die Blüten sind versteinert. Dahinter ist eine Tür. Ja, das mit dem Buch. Doch, ich habe das jetzt gelesen. Ich wollte gerade sagen, nee, die ganzen Sachen, die ich habe, kann ich nicht da... Ich dachte schon, das wäre so eine Art Rätsel, wo ich jetzt rauskriegen muss, was dazu passt oder so. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Wimmelbild beim nächsten Mal. Ist ja auch eine spannende Stelle gerade. Tut mir leid, wenn ich mich hier und da zu doof anstelle, aber ich gebe hier mein Bestes und weiß auch nicht. Manchmal steht man halt auf dem Schlauch, aber es macht trotzdem sehr viel Spaß und ich schlag mich halt so durch. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüssi.